Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Seid gegrüßt, liebe Kinder und Erwachsene. Ich benenne die Kinder zuerst, weil die meisten Erwachsenen haben ja ihren gesunden Menschenverstand schon längst verloren. Aber bei den Kindern ist noch Hoffnung, es sei denn, sie sind nicht, entschuldigt das harte Wort, total verblödet von ihren Computerspielen, die sie ja nur ablenken sollen von der Wahrheit, von den schlimmen Dingen, die geschehen. Eins dieser schlimmen Dinge, meine Lieben, ist etwas, das auch ein Segen sein könnte. Und das ist das Geld. Wie wehrt man die dumme Frage eines Kindes ab? Papa, warum, ich habe gerade gehört vom Lanu, 25.000 Kinder verhungern auf Erden und wir haben genug zu essen. Warum denn? Vater, frag nicht so dumm. Frag dich lieber, wie du nicht verhungern kannst. Warum verhungerst du nicht? Weiß nicht. Na, weil dein Papa arbeitet. Würden die da drüben arbeiten in Afrika und den ganzen Tag rammeln? Huch Gott. Dann hätten sie auch genug Geld. Ist das die richtige Erklärung, mein Lieben? Muss man auch mal bedenken. Und das Kind sagt, Papa, ich möchte aber nicht verhungern. Du wirst nicht verhungern, dein Papa kümmert sich um dich. 3 Tage später ist er arbeitslos. Na gut. Meine Lieben, warum ich die Kinder zuerst anspreche, ist, weil die Lösung aller Probleme kinderleicht ist. Kinderleicht. Und weil sie so kinderleicht ist, müssten sie eigentlich auch die Studierten und die Präsidenten und Führer von Nationen, nicht wahr? Die sind ja alle meistens Doktoren, obwohl man da auch nicht so sicher sein kann, müssten die das eigentlich doch auch verstehen. Oder wenn sie es nicht verstehen, dann ist das vielleicht Absicht? Wollen sie vielleicht nicht, dass wir das verstehen? Meine Lieben, nehmt euch in Acht. Was auf uns zurollt, ist furchtbar. Wenn wir nicht uns ein bisschen befassen mit der Lehre des Buches des Lichts, darum gibt es auch das Buch des Lichts für Kinder. Das ist jetzt die englische Version, Deutsch habe ich verschenkt. Book of Light for Children. Was ist das, kleine Büchlein? Es wirft die Verantwortung auf euch, Kinder und Jugendliche, zu denen ich spreche. Ihr werdet eines Tages, wenn ihr so weitermacht, eure Eltern verfluchen für die Staatsverschuldung, die sie euch hinterlassen haben, die im Augenblick bei 6 Billionen Euro steht. Mit 500 Millionen Euro Zinsen pro Tag, die müsst ihr erarbeiten. Dieses kleine Büchlein für Kinder ist die Zusammenfassung der Urschrift, Book of Light. Und da gibt es viele Zweigschriften und für Erwachsene, die noch nicht ganz mental versumpft sind. Der Rubel muss rollen. Und was meine ich damit, liebe Kinder vor allen Dingen? Das ist ein Wort, das man benutzt aus gutem Grund. Denn was ist die Hauptaufgabe des Geldes? Es muss zirkulieren. Es muss umlaufen. Ein Geld, das nicht umläuft, ist wie eine Wasserversorgung im Haus, das man unten abgesperrt hat. Die man unten abgesperrt hat. Nach einer Weile verdurstet ihr alle. Das Wasser muss umlaufen. Ja, der Hahn wird geöffnet und geschlossen. Aber per se ist die Umlauf... Geschwindigkeit, oh, jetzt kommen wir zu einem Wort, ist der Umlauf gewährleistet. Liebe Kinder, das Wichtigste, was dem Geld heutzutage fehlt, ist der Umlauf, die Umlaufgeschwindigkeit. Ich gebe ein Beispiel. Hier seht ihr einen Kreis. Oben sind die ganz Reichen, hier sind der Mittelstand, unten sind die ganz Armen.
Jetzt wird das Geld ins System gepusht durch zum Beispiel die Europäische Zentralbank. Die gibt das Geld den Geschäftsbanken und die dem Kreditnehmer und so weiter und so weiter. Ist egal. So. Zuerst mal verteilt sich das Geld unter den ganz Reichen. Der Beginn des Umlaufs. Hier unter den Reichen. Milliardären und so weiter. Dann geht's weiter. Über den Mittelstand. Der übrigens ganz wichtig ist für eine Gesellschaft, weil der Mittelstand besorgt die Jobs und so weiter. Der wird im Augenblick weggebrochen. Darum haben wir so viele Arbeitslose. Über 10 Millionen. Glaubt den Statistiken nicht. Die lügen. Gut, okay. Jetzt. Der Mittelstand hat noch ein bisschen was. Und jetzt kommen wir runter zu den ganz Armen. Ja, die sind inzwischen verhungert, während die Reichen sich das Geld verteilt haben. Die krebsen da unten so hin, die Armen. Und der Umlauf stoppt hier. Und Neues wird nachgeschossen. Und der Umlauf stoppt hier. Also ein Geld ist so viel wert, wie es umläuft. Und meine lieben Kinder, ihr könntet eurem Vater sagen, liest doch das Buch von Lanoux, der Hobel muss rollen. Denn das bedeutet, das Geld muss umlaufen. Es läuft aber im Augenblick nicht um. Was im Augenblick passiert, meine Lieben, ist, das Geld wird ins System geflasht, kann man sagen, und verbleibt bei den ganz Reichen. Ein bisschen trickelt was auf die Mittelstand und die Armen sind kaputt. Wie könnte man nun, Ehre sei dem Buch des Lichts, also ich weiß nicht, also entweder sind wir so naiv, dass wir diese Wahrheit, die sehen wir doch, dass die da oben sie nicht sehen, oder sie sehen die Wahrheit da oben und wollen nicht, dass wir es wissen. Also, der Umlauf des Geldes muss garantiert sein. So wie in einem Haus, in dem ihr wohnt, liebe Kinder. Wenn ihr den Wasserhahn aufmacht, kommt Wasser, ja? Oder? Wenn ihr unter der Dusche steht, kommt Wasser. Und sagt, Mama, ich hätte gern ein Glas Wasser. Augenblick, Wasser ist ziemlich rein in Berlin. Ah, noch. So. Der Umlauf ist gesichert. Der Umlauf in eurem Haus, in eurem Hochhaus, wo ihr wohnt, oder in einem normalen Haus, ja, soll ja bald keine normalen mehr geben, laut der Grünen. So, der ist gesichert. Denn das Wasser kommt und geht. Das hat auch unter anderem zu tun mit dem Wasserdruck. Der Gelddruck ist da. Aber der Umlauf ist nicht gesichert. Ich gebe euch ein Beispiel, liebe Kinder. Als ob in einem Haus jemand sagt, die sollen kein Wasser haben, ich nehme alles Wasser. Und er schneidet euch irgendwie das normale von der Stadt besehene oder versehene Wasser. Dann kriegt er und ihr kriegt nichts. Und der lacht, ich habe ein System, wo die kein Wasser kriegen und ich kriege alles Wasser. So ist das im Augenblick in der Welt. Der Umlauf ist nicht gewährleistet. Wie würde ein Geldumlauf gewährleistet sein? Man soll mit Vergleichen nie zu weit gehen, aber jetzt kommen wir mal auf die Lehre des Buches des Lichts und seiner Zweigschriften. Und vor allem das Buch des Lichts für Kinder, damit die dort erkennen, dieses kleine Büchlein enthält alles in Zusammenfassung, was diese große Urschrift mir diktiert, enthält. Und wir haben natürlich dann, ganz wichtig, meine Lieben, für Banker auch, die noch nicht ganz korrumpiert sind, die noch nicht ganz sagen, naja, wenn wir dann erwischt werden, dann zahlen wir halt 10 Milliarden, das ist ja unser Geld. Also von uns, nicht von denen. Und so passiert es. Die Banker wie Ackermann, liebe Kinder, die werden vor Gericht gestellt. Das lest ihr in der Zeitung. Ja, was gibt es denn sonst noch? Wann ist Fußball? Und die machen so. Und die lachen. Und die zahlen 10 Milliarden Entschädigung und kommen nicht in den Knast. Ein anderer, der irgendeine Straftat begeht, ein armes Schwein, das nicht mehr weiter weiß, der kommt 10 Jahre ins Gefängnis. Eine Frau, die bei Aldi ein Brötchen, das eh schon im Abfallkorb lag, das nimmt die hoch und isst das Brötchen, weil sie Hunger hat, die wird entlassen.
Meine Lieben, ich will euch was sagen und euch lieben Kindern, die ihr noch ein bisschen gesunden Menschenverstand habt, die Zeit wird kommen. Da werdet ihr sagen, wie konnte das geschehen? Weil ihr euch nicht befasst habt. So, und jetzt kommen wir zum Geldumlauf. Wie kann ich den Geldumlauf garantieren? Na, indem ich das Geld, so lehrt das Buch des Lichts, leicht an Wert abnehmen lasse. 5%, 6% im Jahr. Im Jahr. Zum Beispiel. Habe ich jetzt gerade nicht da. Das ist ein 100-Euro-Schein, ihr Mann. Du hast den 100-Euro-Schein. Und der nimmt ab an Wert. Während du ihn hast, nimmt er an Wert ab. Entschuldigung. Ja, was machst du jetzt? Na, du musst ihn ausgeben. Was sonst? Du bringst ihn in Umlauf. So, jetzt gibst du ihn aus. Was bringst du noch in Umlauf schnell? Ja, alle wettern immer gegen die Steuern und gegen diese. Nein, die Steuern sind nicht schlecht, die Miete ist auch nicht schlecht, alles nicht schlecht. Wenn du dich mit der Wahrheit befasst, dann zahlst du gern deine Steuern und deine Miete. Was auch immer. Dann ist das Geld ein Segen für alle. Denn diesem Geld, von dem ich jetzt rede, können alle ihre Kinder ernähren und die Armut muss sich nicht so ausbreiten, wie sie es gerade in Deutschland tut. Ja. Also, pass auf. Das Geld nimmt an Wert leicht ab. Die Währung, von der ich spreche und die ich hier lehre in diesem Buch. Und dadurch gibt man das Geld so schnell wie möglich aus. Für Miete, für Steuern, für Essen, für dies und das. Jetzt werden viele einwenden, ja, habe ich ja gar kein Geld mehr. Selbst wenn ich es auf die Bank tue, das nicht. Bei diesem System, wenn du das Geld auf die Bank tust, verbleibt es an Wert. Nimmt nicht ab. Jetzt reden alle so viel, ich habe neulich mit einem studierten Diplom-Volkswirt gesprochen, von Nullzins, denn dieses Buch, das steht hier, das zinsfreie umlaufgesicherte Währungssystem. Der Zins ist nur eine Wirkung, keine Ursache. Die sind heute zwar bei Nullzins und bei Minuszins, und selbst wenn ihr bei 10% Minuszins wäret, ihr könntet die Situation nicht verändern. Für den Mittelstand, der im Augenblick weggebrochen wird, die Armut breitet sich aus in Deutschland. Also auch ein Nullzins würde nichts helfen. Der Zins, pass auf, wenn das Geld im Wert leicht abnimmt, regelt sich der Zins automatisch gegen Null ein. Natürlich kann ich euch jetzt hier nur Grundzüge sagen, wenn ihr wirklich interessiert seid, ich nehme mal an, sagen wir mal, 0,005% der Erwachsenen, die es zuhören. Und der Banker werden sich damit befassen. Denn gerade die Banker, ihr habt doch auch Kinder. Ja gut, aber Hauptsache denen geht's gut. Die haben auf den Bahamas, dann in den Seychellen und dann da haben wir unsere Briefkastenkonten. Naja, aber ein Banker mit Herz und mit Gefühl und mit Gewissen wird sagen, kann ich dieses System, von dem Lanou spricht, heute anwenden, jawohl, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, kannst du das umlaufgesicherte, im Wert leicht abnehmende Geld einführen. Das heißt also auf der Bank, jetzt kommt's, ja wie ist es auf der Bank, verlierst du an Wert? Natürlich nicht. Und da, dein Geld, was du auf die Bank tust, die braucht übrigens keine Bankhäuser mehr, das ist ein Durchlaufposten, das kannst du digital machen. Dasselbe Gesetz gilt für digitales Geld, meine Lieben, ich bitte euch. Ja. Ob das digital ist, ob das Bananen sind, ob das Gurken sind, das ist egal. Naja, übertrieben gesagt. Es gab auch mal Tulpen, die plötzlich. Das Geld soll den Wert leicht abnehmen. Das heißt, du wirst zum Ausgeben gezwungen, es sei denn, und zwar zum notwendigen Ausgeben, für Lebensmittel, für dies und das und jenes. Die ganzen Staatsgefüge kann beibehalten werden.
Muss nicht mehr so sein, dass ein Abgeordneter, der nie bei der Versammlung ist, 10.000 Euro im Monat bekommt, eine arme Mutter mit Familie, Mann vielleicht abgehauen, die hungert. Meine Lieben, ich werde emotional. Nun lehrt das Buch des Lichts, bei diesen Themen sollst du nicht emotional werden. Denn hier geht es hier um. Und weil die meisten Menschen emotional sind, ich auch, aber ich habe auch die andere Seite. Deshalb sagen sie, deshalb stehen die Armen gegen die Reichen auf und sagen, das Blut wird meterhoch spritzen. Und sie wehren sich gegen die Reichen und merken nicht, dass die Reichen manchmal selber die Revolution finanzieren. Meine Lieben, muss denn wirklich erst das Blut meterhoch spritzen, bis wir bereit sind für das Buch des Lichts? Von hohen Seelen wie Nilakanta Agni, wie zu Tatman und anderen, verbreitet, die sich nicht scheuen, einen Laien wie mich, ich bin ja Laie, ja pass mal auf, ich bin doch kein Experte, das ist Experte, man hat es mir diktiert. Und ich muss aufpassen, meine Lieben, ich werde wieder emotional, also ich will mich wieder mit so runterfahren. Das Geld muss umlaufen. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wird hier erklärt von Wissenschaftlern, die hier Vorworte geschrieben haben, die hier das bestätigt haben. Es ist die Umlaufgeschwindigkeit wichtig. Im Augenblick ist es so, und die 0% Zinsen sind überhaupt nicht wichtig. Das ist nur eine Wirkung, eine Ursache des umlaufgesicherten Geldes. Im Augenblick ist es so, die Superreichen können ihr Geld horten. Verstehst du das? Sie können es zurückhalten. Jetzt pass auf. Ich spreche wieder zu Kindern von vielleicht 10 Jahren, weil die Erwachsenen, die schauen Bauer sucht Frau. Mit Ausnahmen. So, pass auf. Die Superreichen können ihr Geld zurückhalten. Verstehst du das? Die können es horten auf einer österreichischen Bank oder sonst was. Egal, mit oder ohne Zinsen, das ist wurscht. Sie horten es. Sie entziehen es. Ehre sei dem Buch des Lichts. Sie entziehen es dem, na, was ist das? Kreislauf. Jetzt kommt die EZB und sagt, oh, es ist zu wenig Geld da. Da müssen wir Neues drucken. Schmeißt das Geld auf den Markt. Jetzt kommt der superreiche Billionär oder was, der das Geld gezogen hat und sagt, jetzt wird mein Geld immer weniger. Ich schmeiße es wieder auf den Markt. Und was ist das gewesen? Man hat es aufgebläht, die Summe des Geldes. Wie nennt sich das, liebe Kinder, die ihr vielleicht auch Latein habt? Inflation. Inflatere. Ja? Und dadurch gerät das Ganze aus dem Gleichgewicht, ob Zinsen oder Nullzinsen oder nicht, ist völlig egal. Die Nationalverschuldung steigt. Ob Leitzins Null oder Staatsanleihen Null oder nicht. Früher waren die Leute laufen rum und holen sich Milliarden Staatsanleihen von den großen Konzernen für die Regierung, damit die Schnauze hält, wenn die großen Gelder machen. Die Lösung des Rätsels wäre umlaufgesichertes Geld. Und ein Umlauf, mein Gott, das ist doch wie bei einer Rennbahn. Ich kann doch erst laufen, wenn ich Start freigegeben habe. Ein Geld ohne Umlauf ist satanisch. Unsere Kinder werden uns verfluchen. Das ist so, ich muss wieder auf das Beispiel zurückkommen, wie in einem Hochhaus, in dem leben 100 Menschen, 100 Familien, pass auf, leben in einem Hochhaus. Jetzt tun sich 20 Familien zusammen und sagen, weißt du was? Ich habe hier ein Gerät, das schaltet das Wasser für die ab, aber für uns ein. Die sterben weg! So ist das mit dem Geld, das nicht umlaufgesichert ist. Das heißt, das Geld muss an Wert leicht abnehmen. Und dadurch wird es in den Umlauf gezwungen. Und diese Systeme gab es ja bereits, meine Lieben. Wir reden doch hier nicht von Science Fiction. Im Buch des Lichts, Band 7,
seht ihr ein Beispiel, wie es damals bei den Brakteaten schon, das war das goldene Handwerk, was glaubt ihr warum, wird überall verschwiegen. Da waren die Handwerker, denen ging es so gut, dass die Adligen gesagt haben, könnt ihr nicht andere Wänste tragen? Das weiß man nicht mehr, wer es wäre. Ja. Das waren Brakteatengeld. Die haben im Wert leicht abgenommen, waren 12% damals. Ich sagte, das ist zu viel, heute 6% reicht. Und dadurch lief das Geld immer um. Und allen ging es gut. Und da haben die Adligen, die sogenannte Monarchie von heute, diese... Oh, wollen wir nicht gesperrt werden? Nein, wir wollen nicht gesperrt werden. Ich enthalte mich der Äußerung. Also, die Monarchie von heute, ja, die hat dann gesagt, warum sollen das denen so gut gehen wie wir? Wir haben die Kolonien, wir haben die Herrschaft und sonst gar niemand. Und so haben sie, liebe Kinder, tut mir leid, wahrscheinlich werde ich jetzt gesperrt. So haben sie die Chinesen opiumsüchtig gemacht und die Inder alkoholsüchtig. Und konnten ihre Kolonien halten, mit Gewalt natürlich und alles. Aber irgendwann mal bricht alles zusammen. Und die Wahrheit, hat Jesus gesagt, wird euch befreien. Om. Mein Kameramann ist krank. Wunderbarer Mensch. Ich wünsche hier von hier aus gute Gesundung. Aber noch etwas ist mir eingefallen. Ja, genau. Jetzt kommt da wieder der Nanu. Ach Gott. Manchmal denke ich, ich rede gegen Wände. Sag mal, sind wir noch da? Etwa? Ja, gut. Ich rede gegen Wände. Kann es sein, dass die ganzen Fußballspiele und alles eigentlich nur wackelt wieder alles, ist egal. Nur gebracht werden die ganzen, sagen wir mal, auch jetzt haben wir die Fernsehspiele und so, seit den fünftklassigen Produktionen und so weiter, um die Leute abzulenken von der Wahrheit. Während die Menschheit mehr und mehr verarmt, auch in Deutschland. Wir haben über 10 Millionen Arbeitslose, nicht nur die 3 Millionen, die immer 2 Millionen, die man uns vorlegt, nein, nein, nein. Und darum, meine Lieben, ein Banker, der Verantwortung zeigt, der ein Herz hat, der kann doch das machen, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, meine Lieben. Und darum, und das ist der Segen des Geldes. Schau mal, ein Messer, damit kannst du einen Apfel schälen und sagen, hier hast du einen Apfel. Du kannst ihn auch erstechen. Das Messer ist das gleiche. So ist es mit dem Geld. Du kannst die Welt in ein Unglück stürzen. Und das tun die im Augenblick die Banker auf der Welt. Und wenn sie erwischt werden, zahlen sie Milliardenstrafe. Das macht denen doch nichts. Die haben dir doch vorher das Geld rausgenommen. Die Zeit ist gekommen, mein Lieben, dass wir von Glaubenden zu Wissenden werden. Verlass dich doch nicht auf den lieben Gott, der das schon regeln wird. Er sei dem Buch des Lebens. Jetzt aber. Ich schalte mal ab. Oh je. Augenblick. Geht das?